Heute geht es um die Kupplung von der Simson S51. Das heißt, ich erläutere mal ein bisschen den Aufbau, was da so für Bauteile drin sind, wie das Ganze funktioniert, wie die Betätigung funktioniert, dass ihr einfach versteht, ja, wie dieser ganze Kupplungsmechanismus aufgebaut ist und euch eventuell, wenn was kaputt ist, auch selbst helfen könnt. So, hier habe ich einen Gammelmotor. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, von was der ist. Der liegt irgendwie bei uns im Lager rum und ich denke, daran kann ich es euch ganz gut zeigen. Wenn ihr also links bei eurem Moped den Kupplungsdeckel abnehmt, dann schaut ihr praktisch genau auf dieses Bild, was ihr hier seht. Ihr seht vorne das Primärritzel, festgeschraubt, Sicherungsblech hoffentlich umgebogen. Dann seht ihr die Kupplung, oben mit der Kupplungsdruckplatte. Vier Schrauben sollten drin sein, auch hier vier Sicherungsbleche, hoffentlich umgebogen. Und dahinter der Schaltmechanismus, der jetzt erstmal irrelevant ist und bei diesem Motor auch nicht vollständig. Gut, wir schauen uns die Kupplung an. Zunächst mal machen wir die Kupplung auf. Dazu müssen wir erstmal hier diese vier Sicherungsbleche öffnen und anschließend die Schrauben aufschrauben. Ich kann einfach einen Schraubenzieher nehmen, vorsichtig draufklopfen und dann sollten sich diese Bleche so weit wegbiegen, dass wir drankommen. So, wir haben jetzt die Sicherungsbleche aufgebogen. Jetzt können wir die Druckplatte mit einem 8er Schlüssel oder einer 8er Nuss, wie ihr wollt, könnt ihr es jetzt losschrauben. Ich löse die immer erstmal alle und dann schraube ich sie komplett auf. So, wir haben jetzt die Druckplatte abgeschraubt. Was ist der Zweck von dieser Druckplatte? Man kann sich ja schon ungefähr am Namen raushören. Die überträgt sozusagen den Druck, den ihr mit dem Kupplungshebel praktisch auf die Kupplung gebt, die überträgt den auf die Kupplungsfeder. Okay? Wir sehen gleich, wie es genau funktioniert. Das Wichtigste an diesem Bauteil ist hier in der Mitte. Und zwar ist da eine Einstellschraube. Ihr seht, es ist eine Madenschraube mit einem Schlitz drin, damit ich mit dem Schraubenzieher sozusagen bewegen kann, einstellen kann. Und die ist gekontert mit so einer M6 Mutter. Genau. Das heißt, damit kann ich den Abstand von Druckplatte zur Betätigungsstange einstellen. Das sehen wir alles gleich. Auf jeden Fall, Druckplatte überträgt eure Kraft, die ihr sozusagen oben am Lenker, winke, winke, auf den Zug gibt, auf den Kupplungszug, überträgt die auf die Kupplungsfeder. Wichtiges Bauteil. Um die Kupplung zu demontieren bzw. das Kupplungspaket fehlt jetzt eigentlich gar nicht mehr viel. Wir müssen nur noch hier das Sicherungsblech innen drin aufbiegen, die Mutter öffnen und dann können wir das Kupplungspaket rausnehmen. Auch hierfür kann man zum Beispiel einfach einen Hammer benutzen. So, jetzt ist es offen. Und jetzt kann ich die Mutter aufschrauben. Und ihr seht schon, hier ist was rausgekommen innen drin. Und zwar sind hier innen drin die Betätigungsstangen. Seht ihr es? Das ist die erste. Zweite kleine. Und noch eine. Okay? Drei Stangen sind es, beziehungsweise zwei Stangen und hier so ein kleines, ja, kleiner Zylinder. Das ist die Betätigungsstange. Jetzt schrauben wir es auf. Gut, 19er Nuss ansetzen und dann am besten jemand, der hier noch festhält und dann das Teil aufmachen. Gibt auch Spezialwerkzeuge, damit man die Zahnräder blockieren kann. Aber ich sag mal, wenn ihr jemanden habt, der gut gegenhalten kann, geht das auch. So, Mutter abmachen. Sicherungsblech rausnehmen.
Und jetzt kann das ganze Kupplungspaket im Grunde schon entnommen werden. Dahinter findet ihr eine Scheibe. Und jetzt könnt ihr auch den Kupplungskorb abnehmen, hinter dem auch nochmal eine Scheibe sein sollte. Jetzt haben wir eigentlich schon alles. Gut, wie ihr seht, die Kupplung auszubauen ist wirklich kein Hexenwerk. Es sind im Endeffekt 4 Schrauben und eine Mutter. Es kann sein, dass das Kupplungspaket ein bisschen klemmt. Das kommt ganz gerne mal vor. Das hat so eine Innenverzahnung und die geht manchmal ein bisschen schwer ab. Müsst ihr einfach ein bisschen dran rumwackeln, sage ich mal. Dann kriegt ihr es auch irgendwann ganz gut ab. Oder einen Abzieher verwenden. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall, es kann sein, dass das Paket ein bisschen klemmt. Macht euch nicht verrückt. Ein bisschen dran wackeln hin und her und irgendwann geht das auch raus. Gut, jetzt haben wir alle Bauteile. Ich werde die mal schön hinlegen und dann geht es zum Thema Funktion. Als erstes betrachten wir uns mal den Kupplungskorb. Das ist dieses Teil hier. Man nennt Kupplungskorb und das Ritzel hier, Primärritzel, das zusammen nennt man auch Primärtrieb. Also, die Funktion von dem Kupplungskorb ist eigentlich relativ einfach. Er hat hier außen seine Verzahnung, kriegt die Kraft von der Kurbelwelle, ja, und überträgt die über diese Ausschnitte hier auf die äußeren Flanken der Kupplungslamellen. Das ist im Endeffekt schon die ganze Funktion. Kraftübertragung von der Kurbelwelle auf die Lamellen der Kupplung, also auf die Außenlamellen. Die Funktion der Druckstangen ist eigentlich auch relativ einfach erklärt. Die Druckstangen oder die Druckstange, sie ist halt hier dreiteilig, hat nichts anderes zu tun als die Kraft von diesem Hebel, hier ist ja euer Kupplungszug eingehängt, einfach durch den Motor zu übertragen, dass die hier rauskommt. Also dass praktisch die Bewegung von hier nach da kommt. Und das sehen wir auch. Und hier sitzt ja später im eingebauten Zustand dann eben diese Druckplatte und die sitzt hier, deswegen ist die Schraube hier vorne auch mit so einer, ja, mit so einer Vertiefung sozusagen, sitzt die hier auf der Kupplungsdruckstange. Und dadurch kann praktisch, wenn ihr am Kupplungshebel zieht, könnt ihr diese Druckplatte hin und her bewegen. Um genau zu sein, wenn ihr am Kupplungshebel zieht, geht die Kupplungsdruckplatte raus. So, diese Bauteile hier, die lassen wir erstmal außer Acht. Also diese Scheiben hier sind zum Ausdistanzieren da. Das hat jetzt nichts mit der Funktion direkt zu tun. Sicherungsbleche, klar, damit es nicht aufgeht und die Schrauben. Das ist erstmal irrelevant. Also wir wissen jetzt, für was das da ist. Wir wissen, für was die Druckstangen da sind. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Magie, zu dem eigentlichen Geheimnis, nämlich zu diesem Kupplungspaket. Und das kann man noch weiter zerlegen und dann werdet ihr auch verstehen, wie das funktioniert. Also, wir haben hier unser Kupplungspaket. So, und das ist ja, wie ihr seht, ein festes Paket. Da wackelt nichts, da ist nichts lose. Das ist praktisch wie aus einem Teil. Auch diese Lamellen hier bewegen sich nicht. Die sind einfach bombenfest da drin. So, dieses Paket hat in der Mitte dieses Bauteil hier. Ich male das mal schwarz an, dass ihr wisst, welches ich meine. Dieses Bauteil hier, ne? Was hier außen die Zähne hat, was hier innen die Zähne hat. Das geht komplett durch. Das ist das hier, dieses ganze Teil, dieses Innere. Da seht ihr auch noch die Zähne. Das ist das Innere der Kupplung. So, und das ist, wie man sieht, hier hinten verschlossen mit einem Sicherungsring. Und hier oben ist dieses komische Bauteil, das nennt man Tellerfeder, eingehakt in einer Nut. Das heißt, die Kupplung ist praktisch unten zu, ne, Sicherungsring dran. Und oben auch, weil diese Tellerfeder ist ja eingehakt, die kommt dann nicht raus. Und genau das ist der Witz. Die Belege sind da sozusagen zwischendrin eingeklemmt. Hierzu, dazu, in der Mitte ist eben diese Welle, dieser Mitnehmer und die Belege sind da eingeklemmt. Und um die Kupplung zu betätigen, muss man im Endeffekt diese Klemmung wegnehmen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So. Jetzt kann ich endlich hier meine Wand benutzen, mein Whiteboard. So, und zwar, los geht's. Also, nochmal zum Thema Kupplung. Dieses Paket
Hat wie gesagt innen drin dieses große Bauteil. Ich hätte es einfach mal gesagt, dieses große Bauteil. Das hat hier einen Sicherungsring und ist hier sozusagen zu. Und auf der anderen Seite ist eine Nut und da ist diese Tellerfeder eingehakt. So. So sieht das Ganze aus. Und ihr habt ja gesehen, da ist auch noch so eine Metallplatte dahinter. Das heißt, so sieht das Ganze aus. Das ist vorne und hinten sozusagen zu. Genau. Und hier sind eben diese Lamellen eingequetscht. Wenn man das jetzt also im Querschnitt malt, so eine Lamelle von der Seite aufgeschnitten, sieht ungefähr so aus. Ich male jetzt mal hin, 4 Stück. Hier auch schön mit unterschiedlicher Dicke, egal. So. So sieht das Ganze aus, okay? Querschnitt, also als hätte ich das jetzt gerade in der Mitte durchgeschnitten. Und das hier sind, wie gesagt, diese Kupplungslamellen, die wir von außen gesehen haben. Die äußeren Lamellen. Und die sind eben dazwischen eingequetscht. Denn das ist genau der Punkt. Das hier oben ist eine Tellerfeder. Habe ich ja schon gesagt, das ist eine Tellerfeder. Das heißt, dieses Bauteil ist flexibel. Und es drückt, das ist eben, weil es eben eine Feder ist, es drückt hier nach unten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kupplungsbelag hier rausnehmen würde, würde sich diese Tellerfeder sozusagen noch weiter nach unten verbiegen, so ein bisschen. Okay, könnt ihr das verstehen? Also das ist praktisch der Sinn dieser Feder. Diese Feder, nicht nur, dass das praktisch hier vorne und hinten zu ist, da wird sogar noch Druck ausgeübt. Okay, dafür ist diese Feder da. Genau. Das heißt, diese Belege sind da immer eingequetscht. Da gibt es natürlich auch noch die Innenlamellen, die liegen dann hier dazwischen. Ah. Wie gesagt, das sind 4 Stück. Aber ich habe es ja jetzt kleiner gemalt. Hier ist eigentlich noch ein Belag, da ist noch ein Belag. Und dann haben wir eben 3 Innenlamellen und 4 Außenlamellen. Und solange man dieses ganze Paket nicht betätigt, ist es zu. Das heißt, die Kupplung ist zu. Ihr habt die Innenlamellen, die eben mit dem Inneren hier verbunden sind. Und ihr habt die Außenlamellen, die mit dem Kupplungskorb verbunden sind. Das Ganze ist zusammengepresst. Und ja, überträgt eben Kraft. Und genau jetzt, also ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich habe ja auch schon mal ein Video über Kupplung gemacht. Ich denke, ihr wisst es, Innenlamellen, Außenlamellen, Zusammendrücken, Kraftübertragung. Ich denke, das kann man soweit ganz gut verstehen. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Wie betätige ich jetzt diese Feder? Weil ich muss ja diese Feder, die drückt ja nach da. Ne? Seht ihr, Pfeil hier. Die drückt nach da, die drückt es zusammen. Das heißt, ich muss die Feder irgendwie wegziehen. Ich muss die nach hier ziehen, damit die praktisch meine Lamellen loslässt, dass die da keinen Druck weiter drauf ausübt. Das heißt, ich muss die rausziehen irgendwie. Und genau hier kommt jetzt diese Druckplatte ins Spiel. Die Druckplatte, haben sich die Ingenieure was ganz Cleveres ausgedacht, die haben einfach die Druckplatte an die Feder dran geschraubt. Das heißt, die Feder, also wie gesagt, hier ist die Feder, ich mache die mal in einer anderen Farbe, ich nehme mal in Blau. Das hier ist die Feder, die hier nach unten drückt. Und an dieser Feder ist die Druckplatte festgeschraubt. Druckplatte mache ich mal rot. Verstehst du alles? Ja, ich verstehe alles. Das ist gut. Super. Also, danke. So, also Druckplatte mache ich mal rot. Die sitzt hier oben ungefähr so drüber. Und ist jetzt mit den 4 Schrauben, die wir vorhin aufgemacht haben, ist die hier an der Tellerfeder dran. So, und jetzt müssen wir nur noch an dieser Druckplatte ziehen, beziehungsweise die Druckplatte von hier drücken. Und genau da kommen unsere Betätigungsstangen, nämlich ins Spiel. Die kann ich jetzt grün machen. Gut, dass ich so viele Farben gekauft habe. Da kommt jetzt unsere Betätigungsstange ins Spiel. Die kommt ja genau aus der Mitte von der Welle. Die geht durch die komplette Kupplung durch, deswegen ist auch ein Loch drin. Die geht hier komplett durch. Und drückt hier auf die Druckplatte. Hier drückt die drauf, da wo unsere Einstellschraube ist. Und die drückt nach da. Und jetzt ist logisch, wenn das weg vom Kupplungspaket drückt, dann geht natürlich auch die Druckplatte selbst nach drüben und zieht im Endeffekt die Tellerfeder von den Belegen weg. Und in dem Moment ist unsere Kupplung getrennt.
Ja, geil, ne? Gut, wir kommen wieder von der Theorie zu der Praxis. Also jetzt habt ihr es hoffentlich verstanden, wie das funktioniert. Und ja, jetzt werden wir das einfach mal, dieses Paket entspannen. Hier oben ist, wie gesagt, diese Tellerfeder. Ihr seht ja, die ist auch so leicht schräg. Na, dieses dunklere Ding hier. So, und jetzt werde ich, hier sind ja diese vier Bolzen. Diese vier Bolzen, an denen kann ich die Tellerfeder hochziehen. Und ich kann nämlich einfach jetzt diese Druckplatte hier falsch rum drauflegen. Und dann seht ihr, da ist ein Spalt hier zwischen diesen, ja, da wo das Gewinde drin ist, zur Druckplatte. Und da kann ich das jetzt mit der Schraube, kann ich jetzt sozusagen die Feder nach oben ziehen. Also das, was wir normalerweise mit, ja, mit der Druckstange machen, kann ich jetzt hier sozusagen mit der Druckplatte und mit den Schrauben nachbilden. Und jetzt werdet ihr sehen, dass sich dann dieses ganze Paket entspannt. Achtung, ich schraube es jetzt fest. So, und jetzt genau auf die Feder achten. Jetzt wird die nämlich angehoben. So, seht ihr jetzt den Spalt, der hier entstanden ist? Da ist ein Spalt entstanden. Und jetzt ist das ganze Ding nämlich lose. Jetzt kann ich die Kupplungsbeläge hier alle einzeln bewegen. Die sind jetzt ein bisschen festgerostet hier, weil das ein Gammelmotor ist. Ja, jetzt habe ich die hier alle einzeln und kann das hin und her bewegen. Und das ist das, was passiert, wenn ihr praktisch die Kupplung betätigt. In dem Moment werden die Außenlamellen und die Innenlamellen sind übrigens hier in der Mitte, diese ganz dünnen Stahlscheiben, könnt ihr sehen hier, diese Stahlscheibe, die da in der Mitte dazwischen ist, die werden dann getrennt und die Kupplung kann sozusagen frei drehen. Das heißt, wenn ihr die Kupplung zieht, kann hier außen, wo der Kupplungskorb praktisch an die Lamellen greift, das kann sich drehen und das Innen steht still, wenn ihr zum Beispiel an der Ampel steht. Hier seht ihr es nochmal, ich habe jetzt das Kupplungspaket wieder in den Kupplungskorb getan. Es ist nach wie vor entspannt und jetzt könnt ihr auch sehen, dass ich das Innere einfach drehen kann. Die Außenlamellen stehen still und innen drin, die Innenlamellen, man sieht jetzt leider schlecht, die drehen sich. Da links kann man es ein bisschen sehen an den Reflexionen, dass sich dazwischen jeder Außenlamelle läuft eine Innenlamelle und dreht sich mit. Ja, da kann man es ein bisschen sehen. So funktioniert die Kupplung. Und wenn ihr dann den Kupplungshebel wieder loslässt, dann wird die Feder wieder entspannt und drückt eben dieses ganze Paket wieder zusammen und alles ist fest miteinander verbunden. Gut, ich hoffe, ihr habt das jetzt halbwegs verstanden, so wie ich das erklärt habe. Also Außenlamellen, wie gesagt, sind am Kupplungskorb hier in diesen Ausschnitten und die Innenlamellen hängen hier dran, an diesem Inneren. Und das ist wiederum mit der Welle verzahnt. Ja, das heißt, Innenlamellen sind mit der Welle verzahnt, Außenlamellen sind mit dem Kupplungskorb verzahnt. Und ihr könnt eben über diese Feder, indem ihr die spannt oder entspannt, könnt ihr eben das trennen oder verbinden. Und so verbindet ihr praktisch, hier ist ja der Kolben und die Kurbelwelle, hier kommt die Leistung her und hier ist es dann hinten das Getriebe, es fängt hier an, geht dann ins Getriebe rein. Und so könnt ihr praktisch den Motor selbst, der Kraft bringt, von dem Getriebe trennen. Also, ne, das ist praktisch dann die Trennung zwischen Getriebe und dem eigentlichen Motor. Ne, weil es ist ja bei denen, es ist ja in einem Gehäuse drin. Vorne Kurbeltrieb und Motor, hinten Getriebe in einem Block. Gut, hier machen wir erstmal einen Cut. War jetzt schon ein ziemlich langes, sehr theoretisches Video. Im nächsten Video schauen wir uns dann die Kupplung noch weiter an. Wir bauen die mal auseinander. Dann seht ihr auch mal, wie ihr selbst die Kupplungsbeläge da tauschen könnt. Beziehungsweise die Lamellen, Innen-Außenlamellen. Ja, und wie man das Ganze wieder zusammenbaut. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du in Zukunft so sehen willst und ich versuche ein Video dazu zu machen, damit ihr alle Fragen rund ums Thema Simson und Vespa beantwortet bekommt. Und ansonsten kannst du dir auch gerne hier meine anderen Videos natürlich anschauen.